klar. Chris? Vielen Dank. Gute Weiterfahrt. Ja, danke. So, ich guck mal. Warte mal, ich mache mal kurz den Motorhaube auf. Ja, Leute, den könnt ihr komplett auf den Kopf stellen, ne, weil... Der will so den gerne lackiert haben. Ne? Ja, lackieren, der Motor. Lackieren ist nicht, der TÜV ist seit ach, da fehlt anderthalb Monaten abgelaufen. Ja. Hier fehlt der Motor. Hier. Ja. Der Motor ist weg. Oh, Scheiße. Gott. Leider hat dieses Fahrzeug keinen TÜV, also bitte einmal komplett auf den Kopf stellen. Okay. Reifen hinten müssten neu gemacht werden. Hat einer den Motor ausgebaut und in den Kofferraum gelegt. Das ist. Das ja, ich bestell einen neuen aus Polen, kein Ding. Das ist italienische Marke, ne? Dieser Motor ist hinten. Ja, meine Familie aus Polen hat bestimmt noch. Ja, hier hinten sein. Müssen noch nochmal Schläuche getauscht werden, da hängen noch Spirellis drin und Macaronis. Die E-Tacker hängen echt überall Nudeln rein. Tauscht ah! Jetzt drinnen liegt ein tolles Eichhörnchen. Okay, mach, ich notiere mir das wieder alles. Boah, das stinkt. Boah, Alter. Da ist Eichhörnchen reingelegt. Warte mal. Ruhe Frieden, liebes Eichhörnchen. Kühlflüssigkeit. Check Motorölstand. Ich weiß, wie das Eichhörnchen da reinkommt. Rechts liegt eine Katze. Check. B-Hörnchen, wie heißt nochmal der Hammer? Ja. Check. Oh Gott, was? Wärmebeläge, wie das ist. Das will ich. Warte. was? Hammer? Hammer, ja, der. Die, ey. Ich würde einfach mal Hammer probieren, oder? Ja, Hammer einfach. Die Rücke dazu. Was ist das? Was ist das? Wo finde ich das? Ah, also schlicht Hammer. Ey, Hammer. Die müssen wir tauschen dann. Ja, wenn dann gleich hinten komplett gewechselt sind, wird es hässlich beim Bremsen, sonst bremst du einseitig zu doll, das können wir nicht zulassen. Okay, Aaron, dann bitte hinten einmal die Bremsen wechseln. Okay. Richtig, einmal bitte gleich auf die Bühne hochstellen und dann Bremsen wechseln und eine Lackierung wollte der auch noch haben. Okay. Ja gut, genau. Wenn die Bremsen dann gewechselt sind, dann sollte man auch durch den TÜV kriegen, denke ich. Was hat da soweit gepasst? Hallo. Können noch eine Abgasuntersuchung machen. Grüße. Tritt mal drauf auf den Pinsel. Geht's gut? Warte. Ja. Riecht gut, gell? Grenzwertig. Die Beule, die muss ausgebeult werden, Mann. Ja, gut, aber können wir so durchwinken. Ey, da kommt Flamme aus dem Po. Warum meinst du? Was kommt da? Der wird sofort, okay, alles klar, der wird sofort aus dem Straßenverkehr genommen, bitte sofort runter zum Schrottplatz. Sowas funktioniert gar nicht. Also das geht gar nicht. Also damit kriegt der Kollege keinen neuen TÜV von uns. Ja, kann man vergessen. Was haben wir nochmal? Wer ist denn das? So, notiert, okay. Habe ich das mit dem Flammen, dann rufen wir gleich die Cops an und lassen den gleich mal wegbringen. Was ist die Reifen? Brennst du hin? Da sind die Reifen! Ich muss doch aber auch Bremsbeläge holen. Achso. Die Bremsen waren auch runter. Richtig, dann muss die Bremsbeläge noch holen. Das wird hier nix. Wir müssen auch nochmal drunter gucken. Wartet mal. Das wird so definitiv nichts mit diesem Auto. Der ist mir einfach zu laut. Das Feuer gefällt mir auch nicht. Lass uns bitte mal drunter gucken. Na gut. Ich geh dann mal runter und wechsel die mal. Und guck gleich mal bitte, wie es aussieht mit Rost etc. pp. Endschalldämpfer, irgendwas funktioniert da nicht, weil der Kollege, irgendwas hat er verändert. Alles original. Ja. Na, ob das Original ist, ne, das überlassen von wir mal den Profis. Ja. Siehst du hier auch das Dreieck, was hier reingeflext wurde? Hier? Ja. Die Auspuffanlage müssen wir immer wechseln. Dann okay, Auspuffanlage, jawohl. Ja, sonst sieht er hier unten ganz gut aus. Auch kein Rost, nichts muss man sehen. Okay, sehr schön, sehr schön. Das könnte man nochmal neu auftragen, aber das ist halt freiwillig dann, ne? Slavik, holst du dann bitte die neue Auspuffanlage, weil das funktioniert nicht. Wenn die Kollegen gerade unten sind, können sie die gleich einbauen. Sonst kommen sie nachher wieder ganz schlecht ran. Ja, dann mache ich das hier hinten schon mal alles ab. Ja, wir sollten das schon mal alles mit lockern hier. Ah, da sitzt du bitte fest. Ja, ich versuch's schon frei zu klemmen.
Ja, ja. Warte, ich drück mal ein bisschen dagegen. Hm. Ja. Gut aus. Ah, ich muss eigentlich schon. Gut, okay. Das ist die ganze Familie hier unten. Warte, nehm ich dir das mal mit ab. Kollege, wo fährst du mit dem Auto lang? Fährst du mit ständig durch den Wald oder warum ist dein Auto voll Eichhörnchen? Ich schieb den mal hier hinten hoch, ja, ich sag nur sehr oft, im Norden bin ich unterwegs gewesen. Ja, hab ich notiert, die ist gewusst, dass wir das im Tierschutzbund melden müssen. Das funktioniert nämlich nicht, wir haben jetzt schon das zweite Eichhörnchen mit ihrem Auto gefunden. Kannst du das hier bitte festkloppen? Ich bin sogar am überlegen, die Polizei zu informieren, nicht, dass wir hier von Eichhörnchenfellschmuggel ausgehen müssen. Ach Quatsch, ich doch nicht, wenn er ganz ein netter Mensch. Gut, so, ja, ja, gut. Ja, ja, funktioniert. Wo, jetzt machen wir den hier vorne. So, den wird ein bisschen verschrauben. Mhm. Ja, gut, das sieht alles gut aus jetzt. So, notiert habe ich alles. Ich überreiche dir da mal die Quittung. Kannst du dann die Rechnung machen für den Kollegen, bitteschön. Mhm. Das wird nicht günstig, das wird nicht günstig. Gut, wir müssen auf jeden Fall noch die Lackierung machen, ne? Ach so, eine Lackierung wolltet ihr? Genau. Nach einem Rundumcheck. So, ich fahre nicht mehr da rum. So, also. Das macht dann. Zu krank. Ein Schnäppchen für Sie. Bisschen Rabatt habe ich reingerechnet, ne? 5% Kundenrabatt. So viel habe ich nicht. Ja, wie? Dann müssen Sie einen Teil der Ratenzahlung machen, ne? Das ist ja dann. Ja. Also, wir machen einfach schon mal die erste Rate für Sie, ne? Ja, war halt ein bisschen was, ne? Es waren halt echt extrem viele Mängel an dem Fahrzeug, so hätten wir den halt echt... Ja. Der hatte keine... So der hatte gerade, so keine Straßenzulassung. Ab jetzt dann jede Stunde, ne? Ja, guck mal, genau, machen wir. Ja, das ist übel, was da noch scheinbar am Bremsen war. Okay, Dieselpartikelfilter muss gewechselt werden. Reifen vorne links, vorne rechts muss gewechselt werden. Okay. Ja, gut. Ist langweilig, ne? Ist derbe langweilig, ja. Mhm. Ja, ja, geht noch. Aber wenn ich noch. Stopp! Ja, wie gesagt, auf jeden Fall müssen wir die Motorhaube vorne hier, ne? Das müssen wir ein bisschen festziehen dann. Da ist noch eine Delle drin, ne? Okay. Ja, das wird dann alles gemacht. Ja, okay, super, super. Ich muss erstmal hier runterkommen, ich bin mir nicht zu fett seit neuestem. Ich hab Partikelfilter und so. Ja, okay, ich bin zu fett, um da runterzukommen. Warum sind die denn wieder rausgekommen? Ich hab alle Filter. Fahr mal ein Stück vor. Dieselpartikelfilter hat er. Gehen wir mal da vorne bitte weg und dann können sie hinten reinspringen. Dichtung werden separat berechnet. Gehen Sie mal schon mal hinten runter. Ja, warte, rein. warte, ich geb dir gerade noch die Filter und alles. Zack. Ja, warte. Hast du? Ja. 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 Dann machen wir die Grube kurz jetzt zu. Ja, guck mal. Ja. Das tut mir leid, das wird teuer. Und wir machen da weiter hier oben alles fertig, machen wir die Motorhaube auf. Ja. Kevin, du wechselst bitte in der Zeit mal die Reifen vorne, vorne links, vorne rechts, muss gewechselt werden, Profil ist runter. Ach, okay. Scheiße, die Bremse. Die Bremse ist ja komplett im Arsch drüben. Warte, ich drücke mal hier. Also fester Bremssattel könnt ihr noch mit aufschreiben, ne? Ja, Karre würde ich zurückbringen. Ach du Querlenker sind Hulle. So was hab ich schon noch nie geschlagen. Querlenkerbreit hab ich. Ach, du Scheiße. Ja gut, war du musst doch mal nach der Spurenstange gucken, ne? Ja, Querlenker sind auch schon breit, ja. Spurstange bitte testen. Ja, die kannst du auch nochmal neu einstellen. Das ist ja. Hier, guck hier hinten mal, die Zentralverriegelung ist kaputt, ja. Hier hinten, guck. Also das Lager und die Dämpfer sind auch durch. Sag mal, wo bist du damit lang gefahren? Das ist ja, oder wann warst du überhaupt mal zu Durchsicht? Wo kaufst du so einen Schrotthaufen? Boah, das Spaltmaß zwischen Motorhaube und den Scheinwerfern, das ist viel zu groß, da ist definitiv mal ein Wildunfall gewesen. Dann ist es sogar ein Unfall war. Ach du Scheiße, wir werden es bis zum Ballertier haben. Ach du Scheiße, die kommen... Warte mal, jetzt muss ich mir was angucken. So, eine Filter wechselt hier um. Ja, aber perfekt. Blue am Start gefüllt.
Check. Aber das ist denn reingekippt? Das kommt ja eigentlich hinten beim beim Tank mit rein. Nee. Das hier ist ein Modell, der hat das vorne mit drin. Okay. Das ist eins von den Modellen. Ja, das ist ein, ich weiß nicht, ob Sie das aus Europa kennen, da gibt es Transporter. Sprinter. Genau, da gibt es nämlich Sprinter und beim Sprinter gibt es also die Variante. Das ist der Einlauf vorne ist der Tank und das ist leider auch ein Modell, wo er halt auch mit vorne der Motorraum drin ist. Also habe ich einen Sprintermotor drin, ich werde fertig. Ja, Sie haben das bestimmt bei den Polen geholt, oder? Ja, natürlich. Das muss dann definitiv ein Sprintermotor sein. Ja. PMG, nicht der AMG. Ja, das ist sogar bloß ein 313er, also mich wundert, dass er damit überhaupt hier vom Hof kommt. Der 319er hätte noch funktioniert, aber oha. Doch seltsam, ich fahre immer nur Vollgas. Also das ist. Ich hole da mal hier noch so einen Reifen. Leg den mal hier mit her. So. Können wir den dann gleich mit wechseln. So. Ja, was habt ihr jetzt unten alles gewechselt? Ich habe jetzt Querlenker, Stoßstangeneinstellungen, Bremse, ja. Wir haben da so ein kleines Problem, da muss sofort aus dem Straßenverkehr. Und am besten mal noch ein bisschen Antriebswelle rausgeben. Halt, eingeschweißt. Vorne vom Motorbereich. Oh Gott, okay, ihr müsst da unten mal, ich habe gerade hier vorne, dass die Antriebswelle, wo angeschweißt worden ist. Guck mal, ob ihr die gelöst bekommt, da muss eine neue rein. Oh. Kloppt die mal raus, das funktioniert nicht. Und ich will. Gib dir mal bitte noch eine Antriebswelle runter, eine neue. Wir haben da hinten noch eine liegen im Regal. Zum Glück. Ich will den Hammer richtig kloppen. Nee, das geht noch nicht. Mach noch ein bisschen. Hier nochmal. Ich müsste jetzt halt. Im Zweifelsfall mit dem Schweißgerät schön warm machen, den Spaß das und dann solltest du das lösen. Wo brauchen wir die Antriebswelle? Heckantrieb, die brauchen wir hier hinten. Die hinten rechts. Ach so, dann haben wir die falsche ausgebaut. Machen sie aber gut, muss ich sagen. Wie soll ich jetzt hier durchschicken? Ja. Warte! Oh, Scheiße! Ich hänge fest! Das wird nicht reichen für die Formel 1, aber... Ach du Scheiße, Jungs, ihr habt die Ölablassschraube getroffen! Scheiße! So, wir brauchen 5 Liter neues Öl, weil die haben gerade die Ablassschraube getroffen. Die Wartung wird leider richtig teuer. Öl müssen wir auch auffüllen, der hat kein Öl drin gehabt. Solange es nicht teurer wird wie bei den Mechanikern im Norden, dann ist alles okay. Nee, was? Wir sind leider ein bisschen teurer, die Mechaniker oben im Norden, das sind echt gute Jungs, die leisten echt Top-Arbeit. Okay. Ja, zu richtig günstigen Preisen. Dadurch, dass wir halt so zentral in der Stadt liegen, sind wir halt leider teurer durch Stadtnähe. Im Norden fahren sie echt günstiger. Ne? Das ist eigentlich schon das Problem. Wir sind 3 Liter neu drinnen, ne? Das ist mal das Problem von gerade Tests mit der. So, mit warte, ich bring noch das Zeug. Ja, stimmt. Ah, hier! Oh, funktioniert wieder! Au! Hast du gesehen? Au, mein Finger! Nee, Alter! Ihr müsst da sofort nochmal die Auspuffanlage bitte richtig überprüfen. Hier oben kommen Stichflammen raus. Irgendwas haut da nicht hin. Du bist eine Stichflamme, komm doch mal runter hier! Bitte lass mich. Ja, ich vermute, dass der Kollege da irgendwo eine Benzinheizung hinterlegt haben wird. Irgendwas hat er verändert. Ja. Ich habe unten noch Platzangst, Mensch. Schwarz, weiß. So eine Scheiße. So, dann übergebe ich den Kollegen hier drüben dann mal mein Zettelchen. Hier, alles notiert, alles aufgeschrieben, was gewechselt worden ist. Einmal Rechnung bitte fertig machen, so wie das aussieht, sind das auch oder so um die 750.000. Viel günstiger wird es nicht werden. Hier fehlt noch was. Was? Das fehlt noch. Ich muss hier. Der Auspuff, warte. Achso, warte, ich schäle mit hoch. Au. Ich halte mich. Pass auf die Funken! Au, au! Schau schon, die Platten! Oh. Meine Güte, wie dick ist das Zeug denn? Au, mein Toten! Ich hab keine Handschuhe an! Kannst du loslassen? Ja! Hält! Gerade so! Ja, das war eh überflüssig, dann haben wir jetzt mal gerade abgeschnitten, ne? Oh, gucke! Also, ich hab jetzt mal zusammengerechnet. Jetzt sind wir so im Grund bei 833.750. Ach du Scheiße. Ja gut, ich habe halt ohne Mehrwertsteuer gerechnet gehabt, ne? Ich habe erstmal nur beide Preise genommen.
Ja, wir müssen jetzt unsere Arbeitszeit abwarten, ne? Kommen wir hier wieder raus. Ja, die Kollegen sind noch dabei, dass die Arbeitszeit beobachtet. Ja, dein Kollege ist ja noch beim Arbeiten. Na, wir sind ja unten fertig, wir haben alles angeschweißt. Ja, warte, ich muss ja noch die Reifen festziehen wieder. Ach so. Oh. Nur Profis am Werk. Ja, ich zieh mal. Warte, jetzt, ja. Und, ja, jetzt. Warte, denk ich dran, muss das Auto hinten machen. Denk dran, das Auto hat auch 4 Reifen. Ja. Meister geputzt ist es auch noch. Ja, das ist sehr schön. Er glänzt wieder. Ja. So, ziehen wir hier hinten mal noch fest. Das wird. Ja. Ja, ich hab dir schon mal die Rechnung ausgedruckt. So. Ach, dann schön, dann kannst du den gleich unterschreiben lassen. Ja. Ich übergib dir die mal. Also, kannst du nehmen? Ah, warte, gib her. Oh, hier muss ich mich ja verrenken, hier, damit ich da rankomme. Warte, so. Ja. Oh mein Gott! Warum ist es hier so eng? Warte, ich schon, ne? Ja, danke. Ach, warte, ich halt! Also, mach mich fertig. Müssen wir mal den Preis sehen, Leon? Ja. Ja, müssen wir nochmal achten. Ja. Kollege, du hättest dir, glaube ich, einen Neuwagen kaufen sollen. Das war echt ein Fehler, da bei irgendeinem Baba-Car, was weiß ich, dir irgendwo so ein gebrauchtes Auto herzuholen. Könnt ihr nicht für mich verschrotten, dann laufe ich jetzt rüber. Du musst mal mich halten. Also, hier, ich gebe dir das mal. Also, nein, jetzt bei 900. Ja. Gut, danke. So, und jetzt zieh ich. Und 12 Cent. Gut aus, warte. Ja, warte, genau. Die geht nicht ab, die geht ich nicht ab. Ich nehme trotzdem wieder, damit ich vertippe. Zieh mal nochmal bitte nach, warte. Ich schneid mal ein. Ratenzahlung oder Tagqualität direkt? Ja, wir machen mit Ratenzahlung. 5 Dollar zahle ich im Monat. Okay, das oder pro Quartal ist mir lieber, weil dann... Ja, gut, zurecht. Na gut, aber da muss ich jetzt die Zinsen dazu rechnen, ne? Ja, 600%? Da wechsel ich, ja, ich hab 9 drin. Zieh die fest. Da muss man halt die Gürtel länger schneiden, ne? Geht viel, bei 5. Wisst ihr? Da können die Zinsen aber echt teurer werden bei 5 Dollar, ne? Ja, oh, zumindest, ne? Wie gesagt, das ist halt Mercedes, da sind es leider 600% Zinsen. No? Da können wir halt echt nichts machen. Einen wunderschönen Abend, ne? Jo. Ihr wollt ja auch. Erstmal Reifen. Reifen kommt. Henrik, willst du mit dem Motorrad zu wunderschönen guten Abend. Servus. Was kann man tun? Ich hab mein Auto gerade frisch beim Sunrise gekauft. Ich würde den gern umpainten lassen. Ich hab gehört, die Farben sind komplett gratis. Der sieht nicht nach frisch gekauft aus. Der ist frisch gekauft nach meinem Sunrise. Scheiße, also der hat hier hinten eine Delle drinne, die Reifen. Ja, kontrolliert mal bitte gleich die Reifen, die sehen für mich auch ziemlich runter aus von hier oben. Hier hinten fehlen 2 Radmuttern. Der ist nicht runter. Super, 2 Radbolt, ja, ich. Ganz frische Profil. Das Ding ist doch geklaut, bestimmt. Ich zieh die hier vorne nochmal nach, guck mal, die sind hier. Guck mal, wie locker die sind, wie einfach das geht. Ja. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich muss mal gerade da. Also da müsst ihr dann bei Sunrise nachfragen. Vorne links nachgezogen. Ja, hier, die sind auch nicht fest. Ja. Vorne rechts nachgezogen. Hinten rechts. Warte mal, brauchst du Licht? Ja, leuchte mal. Siehst du was? Ach, ich hab das falsche abgeschnitten. Warte. Oh, Scheiße, Mann. Hinten soll man die Motorhaube aufmachen. Ja, den Kofferraum auf jeden Fall aufmachen. Ja. Boah, das sitzt aber fest. Die geht gar nicht auf, die klemmt. Scheiße, die Felge ist im Arsch. Macht man nicht die Karre kaputt. Die Felge war kaputt. Da ist ja Gocki Kofferraum drin. Du Scheiße, der ist ja unten. Da hat er noch geklaut. Du Scheiße, ich ruf direkt mal bei meinem Polen des Vertrauens an, wir kriegen neuen. Motor fehlt. Ja, das oder? hier hinten klemmt halt, kriegst den halt nicht mehr oft, ne? Ja, das ist aber typisch Sunrise, die legen prinzipiell momentan aus irgendwelchen Gründen die Motoren immer die Kofferräume rein. Keine Ahnung warum. Ja, den müssen wir nach vorne machen. Ja, dann muss der auch rein auf die Grube, das muss definitiv umgebaut werden. Ja. Sehe ich auch so. Da geht alles auf Kosten vom Sunrise, wa? Aber guck mal, Leon, das ist... Nee, leider nicht. Leon, guck mal, das ist so schwarz-rot. Ich muss erstmal in den Rogen, ey, das ist... Nee, das ist... Oh mein Gott, da steig ich nicht an, da ist eine Spinne drin. Oh, Spider-Schwein! So, ja, das ist rund ums Hörnis, Mann. Der muss untersucht werden. Merk schon.
Alles Fachpersonal. So. Um welches Modell handelt es sich hier eigentlich? Das ist der LP 770, der Lambo. Oh, das wird teuer. Oh, ja, ja, nö, die Farbe ändern, die ist ja kostenlos. Ja gut, die Farbe, aber natürlich bei den ganzen Mängeln, die jetzt schon vorhanden sind, bleibt es halt leider nicht nur bei der Farbe. Da muss ich es leider enttäuschen. Ja, da musst du Sunrise halt bezahlen, die haben mir das Auto so rausgegeben. Ja, dann müssen sie sich dann an Sunrise wenden, gegebenenfalls auch einen Anwalt zur Rate nehmen. Ja, ja. Also wir werden Ihnen die Rechnung jetzt dann erstmal ausstellen müssen und ja gut, das müssen Sie dann halt vom Sunrise-Autos wieder einkaufen. Nee, ich will ja nicht reparieren lassen, einfach nur die Farbe machen lassen. Guck mal, wir können hier so leider nicht hier ausfahren, das ist total marode. Ach, da funktioniert doch alle wunderbar. Da. Weil ansonsten müssen wir leider einen Abschlepper holen, wenn wir jetzt nichts dran machen, sondern wird man Abschlepper rufen, werden den abschleppen lassen. Was? Dass der, ja, der muss dann leider impounded werden. Das Auto bekommt so definitiv keine Straßenzulassung von uns. Ach, der ist übelst am Durchrosten hier unten. Unter Boden, marode, check, hab ich. Und so viel zum Thema neue Wagen. Guck dir die Querlenker an, die sind ja richtig ausgeschlagen. Hört mich auf zu trollen hier, macht der Querlenker ausgeschlagen, check, hab ich. Siehst du hier Träume, sind Profis bei unserem Handwerk. Die Bremsen sind runter, vorne links. Ich höre doch gerade Slavik, oder? Bremsen vorne links. Nein, runter. Hörst du nicht, du so hörst viel dich. Zum Thema Neuwagen. Slavik, du alle Male. Los, hör auf hier. Oh, nein, oh. Wir sind Profi. Wir machen hier zum Job. Spinne! Ja. Nein, Spinne! Spinne! Was ist jetzt passiert? Warte, ich mach sie kalt! Baby! Wo ist sie? Wo ist, die Spinne? Oh Gott! Wo ist die Spinne? Oh Gott! Oh Gott! Wo ist sie? Oh Gott! Hilfe! Da vorne! Hilfe! Das ist jetzt dein Problem, ne? Du fährst mit dem Ungetüm die ganze Zeit rum. Los, Slavik! Walte des Amtes, mitternachtsblau, weißt du, kennst ja die Farbe. Ja, wir sind gerade schon am Walten. Ja, wir sind schon dabei. Warte kurz. Oh, lass mich mal vorbei. Ja. Die Bremse vorne rechts. Also, unter Boden ist durch, Scheinwerfer vorne rechts ist defekt. Bremsen sind runter. Das wird sehr teuer. Also, der letzte hat jetzt gerade vor uns Rechnung bekommen von 2,6 Millionen. Am Arsch, Alter. Logi, ich würde aufpassen. Es ist immer so teuer, ne? Wir müssen auch von irgendwas leben. Kann ich frische Kurve. Das Ding, wisst ihr, wie teuer das war? 2,1 Millionen hat mich da hingekostet. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, uns ändern auch die Enden. Wir können da nichts machen. Ich halte doch. Ich muss hier vorne mal die Schraube noch abmachen. Ja, leuchte den mal. Oh, hier geht's los. So, der Herr, das wird ein bisschen länger dauern. Deswegen haben wir ihn in einen Leihwagen bereitgestellt. Da hinten steht er. Ich will keinen Leihwagen. Doch. Ey. Ey, da kannst du Slavik drin setzen, die kleine Kackbuch unter da. Das Ding fahr ich bestimmt ne? nicht. Wir machen hier auf alle Fälle eine Sondergebühr, also nichts mit Rabatt, ne? Ja. Nee, da werden die vollen 650% berechnet. Der Motor ist noch ein bisschen heiß. Der kann so nicht weg. So, gut, das geht nicht. Nee, kann er auch nicht. Wie gesagt, also, der Unterboden. Ja, der muss ja den Leihwagen. Ja, die Reifen gerade noch aus. Wenn der hinten deine Klappe aufmachen will, für den Motor, musst du mal die Schrauben lösen, sonst geht es nicht. Wir ziehen die jetzt wieder fest, hinten ist alles okay. Du willst mich verarschen mit diesem Wagen. So, hier. Warte. Das ist doch der wunderschönste Leihwagen, den man haben kann. Wir können doch nicht dafür, wenn du dir da so einen Haufen Schrott kaufst. Das ist auch ein Lambo. Da können wir leider. Ja. Gibst du mir bitte die andere Schraube? Ja, warte. Ich guck mal hier. So, ja, danke. So, den Wagen, das ist ein Thema Neuwagen. Ich liebe selbstschneidende Schrauben. Ja, das tut mir leid, ne? Also, ich hätte keine mehr für dich getan, aber. Ja, Slavik, auch. In Betracht des Fahrzeugs, ne? Die Bremsbeläge sind fest. Warte, die Bremsen sind noch fest. Hör auf. Schick die Bremsbeläge ab. Warte, ich helfe. Warte mal. Okay, der nächste bitte runter. Oh mein Gott, ey. Warte mal. Ich muss die freischalten. Wo ist er denn? Geht das oder muss ich schneiden? Ja, die müssen wir bestimmt schneiden. Ich halte das hier hinten mal ein bisschen. Warte. Ich halte das hier. Finger weg. Das wäre dann Leihwagen Variante 2. Nee, ich fahre den gleich zum Schiebsport, den kann er persönlich fahren, die Karre. Ich scheiße das hier hinten alles. Achtung! Die Funken, na scheiße! Ach du Scheiße, hör auf dort unten, ist auch Öl vom vorhin. Okay, kannst du das Radio bitte. Danke. Warum ist denn das Radio jetzt anders? Ich glaube, das Radio hat auch eine Macke. Seriös. Okay, Radio mal, muss gewechselt werden. Geile Nummer, oder? Die Motorhaube ist auch noch, dann müssen wir da nochmal anziehen. Warte, ich halte es. Dann zieh du die mal bitte nach, ich notiere das gleich alles. Ich hole schon mal Ersatzteile.
Nee, du sollst nicht da reingucken. Ja, es geht, geht, geht. Gut. Ja, sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön. Gut, ja, jetzt hätten Sie gerne was zu trinken oder was zu essen? Jetzt bräuchten wir mal bitte die neuen. Könntest du mir das Paket von da hinten holen? Oh ja, das lade ich schön rüber. Das sieht gut aus. Bring mal die, die Kunden einmal da drehen, einmal da drehen. Bring mal bitte die neuen Fremdkollegen. Und Tick, gefallen dir deine neuen Mitarbeiter? Wir haben leider keine Ersatzteile mehr für eine Lambo-Motorhaube da. Also jetzt haben wir ein Problem. Nee, wir brauchen neue Bremsbeläge. Haben wir keine mehr? Nein, Lambo-Bremsbeläge haben wir momentan auch keine da. Da müssen wir auch was neu bestellen. Wir haben noch Fotze. Da muss er hier stehen. Ja, ich ruf bei Ivan an. Ruf mal Ivan an. Nee. Ich guck im Computer, wenn die Lieferzeiten sind. Wir haben doch Porzellanteile noch dort hinten im Schrank. Klar, ich brauch sie bestellen. Ich glaube, ich hab noch welche im Haus stecken. So. Dann können wir den Laden zumachen hier, wenn da was passiert. Ja. Leider nichts wie gesagt, du kommst so keine Straße also, von uns. Der muss stehen bleiben so lange. Also die Bremssattel, die können frühestens aktuell am 23.12. Aber das sind ja die Feiertage, wir machen ja. Du willst nichts, mich oder? Verarschen. Ach. Also vor Neujahr wird's nix, ne? Dann müssen wir leider stehen lassen so lange. Ja, nee. Dann meinen wir den dort oben runterfahren, dann stellen wir den da rein dort oben hin. Ja, den müssen wir da so lange hochstellen. Los, Slavik, hau mal Lack rauf. Ich kann den dann mal bewegen, die Reifen sind auch noch los. Das war's nicht. Es ist nicht bei mir, ich hab's eilig. Was ist denn mit dem Lack? Das Ding. Ich will den Lack saufen. Tja, das Auto fährt nicht nur mit Lack, ne? Ohne Reifen fährt die Karre nicht. Ach so, also Ivan hat gesagt, er hat noch welche da, der kommt jetzt sofort und bringt die. Ja, okay. Aber das sind doch die geklauten. Also, ja, das ist die, ne? Scheißegal. Die gebraucht. Okay, noch. Du Scheiße, 23.12. die Originalteile. Ja, wie gesagt, Ivan bringt welche vorbei, sind zwar gebraucht, aber ja gut, das willst du machen. Hilft mir da mal einer, das Ding vorzurollen? Setz mal eigentlich hier. Ja, lass uns den mal vorrollen, solange. Guck, der Motorhaube geht schon wieder selbstständig auf, so eine Scheiße. Der hat wieder Hummel gesucht. Schaff die ist fest? Gott, nee. Ist die Karre schwer, leckt mich da am Arsch. Oh Mann, ey. Ich muss ja noch schreiben nebenbei. Wer denn jetzt? Oh, ne. Ja, was wollt ihr denn eigentlich für eine Farbe? Mach den rosa. Achso, rosa, ja, oder? Ich hab pink gehört. Pink. Ja, genau. Der wollte Electric Pink mit Bubblegum Blau. Okay. Mach den einfach pink. Der wollte, glaube ich, pink haben. Okay, so. Ja, so wollte er den Hammer da gesagt. Ja, leg ein, ja. Warte, komm, hinter noch ein Stück. Ja, Gott sei Dank. Hallo, ich, Ivan, ich springe. Ivan, mein Freund! Hallo. Wer ist Kunde? Der dort hinten, der Quatschkopf, aber da ist gerade, glaube ich, nicht da. Wir brauchen die Teile. Genau. Ja, wir brauchen unbedingt die Bremsen. Moment. Der hat schon wieder Mundgeruch. Boah. Wer kennt's denn anders? Deswegen hat er ja das halt, vor mit sich. So, halt ihr Auto ist fertig. Es war mit zwei Teile bekommen. Du willst mich verarschen. Mach bloß die blöde pieke Farbe da runter. Ich denke, sie wollen pink. Nein, ich wollte mitternachtsblau haben. Oh, jetzt müssen wir erstmal warten, dass die Teile angemeldet werden. So, hier sind Teile. Heute gestohlen, morgen in Polen. Ah, okay. Bitte schön. Ich hab's mal nicht gehört. Ach, hab ein schönes Auto. Willst du verkaufen? Nein, never ever. $3, mehr nicht wert in Polen. Am Arsch? Oh, schade. Mach mal 20 Mille draus. Ja gut, dann heute gestoßen, morgen in Polen. Ey, Slavi, kennst du meine Farbe, oder? Von meinem anderen Wagen.
Die haben alle gesagt, schönes Pink, ne? Hab ich gesagt, Mensch, machst du noch Purple-Effekt drauf? So wie ihr, so wie mein i8, das Mitternachtsblau, ich weiß ja nicht, ob du das Farbschema kennst da. Midnight Blue irgendwie und dann war da irgendwas noch. Na, mal gucken, ob's noch fährt.